Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit dir über Selbstgespräche sprechen. Ja, also die inneren Stimmen, die wir in unserem Kopf haben. Ja, was meine ich damit? Nun, ich denke, wir alle haben einen inneren Monolog oder sogar Dialog mit mehreren Stimmen in unserem Kopf. Zumindest geht es mir so und so wie ich das verstanden habe, was ich über Psychologie weiß, geht es vielen Leuten so, dass sie eine innere Stimme im Kopf haben. Ja, eine oder sogar mehrere und haben so einen inneren Dialog mit sich selbst, ja, praktisch Selbstgespräche im Kopf. Und ich denke, das ist eine gute Sache, denn so können wir Ideen in uns debattieren. Ja. Manchmal müssen wir diese Dialoge natürlich auch aufschreiben, um zu einer festen Meinung zu kommen. Ja. Also ein Mann, den ich mehr oder weniger bewundere, ja, eine interessante Person namens John Taylor Gatto, ein ehemaliger Lehrer, meinte, ich weiß nicht, was ich denke, ehe ich es aufschreibe. Ja, manchmal müssen wir unseren inneren Dialog auch zu Papier bringen, um zu wissen, was unsere Meinung ist. Aber wenn wir das nicht machen, dann können wir uns auch schon eine Meinung bilden, indem wir verschiedene Argumente mit verschiedenen Argumenten in unserem Kopf debattieren. Ja? Also ich denke, es ist sehr hilfreich, dieser innere Dialog im eigenen Kopf. Und manche Leute, die bilden sogar ein Komitee von Persönlichkeiten, die sie beeinflusst haben. Ja, also inspirierende Persönlichkeiten wie Philosophen, Autoren, Aktivisten, religiöse Lehrer. Ja, die bilden ein Komitee. Das heißt, sie stellen sich vor, ja, Folgendes. Sie stellen sich Folgendes vor. Ein großer Tisch, ja. Zum Beispiel ein Konferenzraum, und das Komitee besteht aus mehreren Personen, die alle um den Tisch herum sitzen. Und wenn sie eine Frage haben, die sie sich stellen oder vor einer wichtigen Entscheidung stehen, dann fragen sie all diese Leute. Ja, sie debattieren mit all den Leuten zusammen, die sie inspiriert haben. Natürlich alles nur in ihrem Kopf. Aber das kann sehr hilfreich sein, weil alle Leute, die uns beeinflusst haben, ja, unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Autoren, die wir gelesen haben, vielleicht religiöse Lehrer oder Philosophen oder auch Aktivisten, einfach inspirierende Persönlichkeiten, ja, über die wir gelesen haben oder deren Bücher wir gelesen haben, ja, die haben uns alle beeinflusst und wir denken manchmal, okay, wie würde diese Person reagieren? Ja, vielleicht bin ich sehr schüchtern, aber es gibt eine Persönlichkeit, die sehr extrovertiert ist, die mich inspiriert hat. Und dann kann ich mir denken, ach, wie würde diese Person jetzt reagieren? Ja, ich bin auf einer Party und ich traue mich nicht, mit irgendjemandem zu reden und ich bin total schüchtern, aber dann denke ich mir, diese extrovertierte Person, die mich so inspiriert, was würde die machen? Die würde mit Leuten reden. Ja? Und dann rede ich mit Leuten. Ja? Und das ist ein weiterer Vorteil dieses inneren Dialogs, dass wir praktisch Leute, die uns inspiriert haben, verinnerlicht haben und dann überlegen, was würden diese Personen tun. Ja? Unter Christen gibt es dieser Spruch, What would Jesus do? Ja? Was würde Jesus tun? Und genauso können wir uns fragen, was würde, um jetzt mal ein paar meiner Leute zu nennen, die mich inspirieren, ja, was würde Gary Vaynerchuk tun? Was würde Grant Cardone tun? Ja? Und dann kann ich mir überlegen, okay, ja,
was würde diese Person tun in der Situation, in der ich gerade bin. Und das hilft mir enorm. Ja? Das, denke ich, ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja? Sich zu überlegen, okay, wie würden diese Leute in bestimmten Situationen reagieren? Ja? Situationen, in denen ich mich gerade befinde. Ja? Das hat aber auch eine dunkle Kehrseite. Also diese Tendenz von uns Menschen, einen inneren Dialog zu haben, diese Gewohnheit oder diese Tendenz oder diese, ich denke, das ist etwas sehr, das ist gar nicht mal eine Gewohnheit, sondern es ist etwas einfach, was wir tun und nicht lassen können, eben weil wir Menschen sind. Ja? Werden wir immer, unser Gehirn wird immer arbeiten und wir werden immer diese Dialoge haben in unserem Kopf. Und die dunkle Kehrseite ist, und deshalb müssen wir aufpassen mit unseren Selbstgesprächen, mit unseren inneren Dialogen, die dunkle Kehrseite ist, dass wir manchmal auch sehr schlecht mit uns selbst sprechen. Ja, wir behandeln uns manchmal nicht so gut. Ja? Wir denken Dinge wie, Mensch, bin ich doof. Oder ich kann das nicht. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ja, und solche Sprüche, die nicht förderlich sind, ja, solche negativen Sprüche, wo man sich eigentlich selbst runtermacht. Ja, wenn ich sage, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Das ist ja nicht, da behandle ich mich ja nicht gerade positiv. Ja, ich behandle mich nicht wie einen Freund. Ich behandle mich nicht selbst, wie ich einen Freund behandeln würde. Ja. Und das ist die dunkle Kehrseite, dass die Selbstgespräche, die wir im Kopf führen oder das, was wir uns selber erzählen, auch negativ sein kann. Und ich mache dieses Video auch, um dich zu ermuntern, es durch positive Sprüche zu ersetzen. Und stattdessen zu sagen, ich kann das. Ich mache das jetzt, weil ich in der Vergangenheit auch gute Dinge gemacht habe. Und es ist gut, die inneren Gespräche bewusst zu machen, damit wir eben sowas vorbeugen können, solche negativen Sprüche, und zu steuern, sodass sie eine positive Richtung haben. Ja, also ich denke, es ist gut, sich diese inneren Gespräche bewusst zu machen und sie zu steuern, damit man sie in eine positive Richtung lenkt. Und dass man, statt dass man etwas anderes sagt, ja, statt dass du sagst, ich kann das nicht, ja, viele Leute, ach, kann ich wirklich Deutsch lernen? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich Deutsch lernen kann. Ja, sowas schreiben mir manche Leute. Und ich sage immer, nein, du kannst Deutsch lernen. Und es ist wichtig, dass du dir das bewusst machst, diese negativen Kommentare. Gerade wenn du denkst, oh, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ja? Oder, oh, ich mache ein Video und dann gibt es Hintergrundgeräusche. Oh, und dann ist das Video nicht so gut. Ja? Sowas rede ich mir manchmal ein. Aber wen interessiert's? Ja? Es ist besser für dich, weil du lernen solltest, mich zu verstehen, trotz Hintergrundgeräuschen. Okay? Also, denke positiv. Versuche, die inneren Dialoge ein bisschen zu steuern, sodass du deine Meinung besser bilden kannst oder dass du mehrere Argumente auch dir zu Herzen nimmst und auch betrachtest. Ja? Dass du zum Beispiel sagst, okay, jetzt spiele ich mal einen inneren Dialog, ich gegen eine Person, die eine ganz andere Meinung hat. Und dann versuche ich jetzt mal Argumente hin und zurück zu machen. Ja? Und dann kannst du dir eine bessere Meinung bilden. Oder dass du ein Komitee hast, eine Konferenz von Leuten,
die dich inspiriert haben und du dir überlegst, okay, was würden diese Leute tun? Was würden diese Leute mir raten, wenn sie jetzt hier direkt neben mir stünden? Was würden sie mir raten? Ja, das kann sehr hilfreich sein. Ja? Also der Konferenztisch, ja, das innere Komitee, der innere Mastermind. Ja? Und die dritte Sache ist der innere Dialog, ja, was wir uns selber einreden. Okay? Diese drei Punkte, über diese drei Punkte wollte ich heute mit dir reden und das haben wir heute gemacht. Und ich hoffe, du hast das meiste verstanden. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Und wir sehen uns später. Mach's gut. Tschüss.